Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hallo, ich bin der Jakob und ich habe heute Breaking News für euch. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Um was geht es? Leute, Fallout First gratis. Das ist unser heutiges Thema. Also dranbleiben. Leute, wenn ihr nichts mehr zum Thema verpassen wollt, zum Thema Fallout 76, dann ist jetzt der richtige Moment, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr immer am Laufenden bleibt, wenn es was gratis gibt, wenn es was Neues gibt, was für Updates, Patches und so weiter, was alles so kommt. Ist jetzt der richtige Moment, diesen Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch solche Sachen nicht mehr, wie zum Beispiel jetzt hier gratis Fallout First oder wenn ein neues Update kommt. Gut, mit dem aus dem Weg. Leute, um was geht's? Wir haben gerade den Livestream gestartet. Ich streame ja täglich live Fallout 76 auf meinem Zweitkanal. Den Livestream verlinke ich euch einfach am Ende des Videos. Wenn euch das interessiert und ihr da gerne mal reinschauen wollt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und Hallo schreibt. Im Livestream haben wir gerade bemerkt, dass Fallout First ein eingeschränktes Probeabo hat. Was bedeutet das? Hiermit erhältst du vorübergehend Zugang zu einigen der spannenden Vorteile, die Fallout First bietet. Gleich mal vorweg, da ist nicht alles dabei, was normalerweise bei Fallout First dabei ist, aber dazu gleich mehr. Erhalten Sie die Verwertungskiste, die Munitionslagerkiste, das Überlebenszelt sowie 10% plus Score Boost. Außerdem kannst du dauerhaft die rote Mr. Fuzzy Bastel Werkbank herstellen. Also Munitionslagerkiste, Verwertungskiste, Überlebenszelt, Scoreboost und eine Mr. Fuzzy Werkbank und das gratis, finde ich eigentlich eine Bombensache. Erhältlich ist das Ganze bis am 5. November. Aber dazu schreiben sie, erhält nicht das Besitzrecht auf private oder benutzerdefinierte Welten. Ganz, ganz wichtig, das müsst ihr beachten. Nicht, dass ihr euch jetzt freut, ey, ich kann jetzt auf eine private Welt gehen. Nee, das geht leider nicht. Wie gesagt, nur Verwertungskiste, Munitionslagerkiste, Überlebenszelt, 10% Scoreboost und die rote Bastelwerkbank und keine privaten oder benutzerdefinierten Welten. Dieses Probeabo gilt vom 29. Oktober bis zum 5. November. Die genaue Zeit, also Uhrzeit, variiert nach Region. Wie funktioniert das, Leute? Ihr müsst nur in den Atomshop reingehen und da könnt ihr unter Fallout First das eingeschränkte Probeabo auswählen und dann geht's schon los. Endlich First ausprobieren, unendliche Kiste. Was mich interessieren würde, nutzt ihr das und habt ihr generell Fallout First? Weil wenn ihr ja generell Fallout First habt, dann bringt euch das ja nichts. Aber mich würde interessieren, ob ihr Fallout First habt, ob ihr es benutzt und was ihr davon haltet. Könntet ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben? Das wäre sehr interessant. Und noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und wenn ihr im Livestream vorbeischaut. Leute, jetzt im Abspann auf das Video klicken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Hallo schreibt. Ich stream auf dem Kanal fast täglich und gibt sehr, sehr viel Fallout. Also nutzt das auf jeden Fall. Schaut vorbei, lasst ein Abo da, Glocke aktivieren. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich jetzt gleich im Livestream. Danke fürs Zusehen. Bis gleich. Ciao.